Hey ihr tollen Menschen, ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß am lustige Witze Adventskalender wie ich. An dieser Stelle möchte ich mich schon einmal bei allen YouTubern bedanken, die bereits mitgemacht haben und an alle, die auch noch kommen werden. Da sind noch einige hinter den Türchen versteckt. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so gut klappt, dass mir die Leute alle pünktlich das Material schicken und ich alles pünktlich veröffentlichen kann. Ich meine, bitch please, YouTuber sind die unpünktlichsten Menschen der Welt. Für die Freitagsfolge habe ich mir überlegt, die Standardfolge lustige Witze rauszubringen. Ich hoffe, das ist auch okay für euch. Eure Kommentare, eure Likes und euer Teilen auf Facebook, Twitter, Instagram, nutzt überhaupt noch jemand von euch Facebook, ist dafür ausschlaggebend, ob es diesen Kalender nächstes Jahr nochmal geben wird. Viel Spaß noch mit den weiteren Tagen und jetzt... Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ein guter Freund ist jemand, der ein Foto von dir besitzt, mit dem er deinen Ruf zerstören könnte. Ich habe eine Fabrik in China aufgemacht, doch der Slogan, ohne Fleiß kein Reis, kam nicht so gut an. Kevin allein zu Hause hat mir eine völlig falsche Vorstellung von Kevins gegeben. Immer wenn ich Menschen mit Ponchos rumlaufen sehe, denke ich, sie sind irgendwo mitten beim Haareschneiden weggelaufen. Klar teile ich die Donuts mit euch. Ihr bekommt die Mitte. Wieso gab Gott einem Beine, aber keinen Bock aufzustehen? Wenn du mit deinem Ohr ganz nah an deinen Kontoauszug gehst, kannst du hören, wie Peter Zweger sein Flipchart aufstellt. Sollte ich jemals als Automechaniker wiedergeboren werden, werde ich meine Werkstatt Autokorrektur nennen. Okay, das Mädel im Einkaufszentrum wollte Schuhe binden, nicht Bock springen. Mein Fehler. Wenn ich das Wörterbuch komplett lese, habe ich doch eigentlich jedes Buch gelesen, nur in der falschen Reihenfolge, oder? Ich als ehemaliger Waldorfschüler werde niemals verstehen, wie einige Leute beim Tanzen auf Partys so viele Grammatikfehler machen können. Das Leben ist wie Klopapier. Je weniger davon übrig bleibt, desto sorgfältiger gehst du damit um. Kommst du alleine oder bringst du noch jemanden mit? Ich komme mit meiner Freundin zusammen. Wow, das muss echt geil sein, aber bringst du noch jemanden mit? Ich habe Geld wie Heu. Also keins. Muss ich Tabletten mit Wasser einnehmen oder so wie Frankreich? Wenn du nicht sündigst, ist Jesus umsonst gestorben. Mein Chef meinte, ich wüsste nicht, wo die Grenzen meiner Kompetenz liegen. Also habe ich ihn gefeuert. Komisch, dass die Mutter bei Bambi stirbt. Das war doch einer der ersten Reanimationsfilme. Wenn ich Texte für Glückskekse schreiben müsste, dann stände drauf, du Idiot, hast den Keks kaputt gemacht. Seitdem ich meine Hosenbeine in die Socken stecke, erwartet man deutlich weniger von mir. Mein Aggressionspotenzial wäre niedriger, wenn ich morgens mit dem Autoscooter zur Arbeit fahren dürfte. Ich schwitze nicht, das Fett weint. Ein Gehirn wäscht das andere. Zugdurchsage, be like, sehr geehrte Fahrgäste. Ich wiederhole. Bist du bekloppt und nicht blam blam, dann abonniere Master Jam.